Tage später. Zuerst einmal Folgendes, ich hatte recht. Ich hörte ein Klicken im Schloss meiner Zimmertür. Sofort hatte ich meine neue Armbrust in der Hand, ein hübsches handliches Modell, und zielte auf den breiter werdenden Spalt. Eine Gestalt erschien. Als ich gerade abdrücken wollte, erkannte ich sie. »Tama?«, fragte ich verblüfft, ohne die Waffe zu senken. Sie trat ein und schob die Kapuze zurück. »Du?«, fragte sie völlig entgeistert. Auch sie hielt eine kleine Armbrust in der Hand. »Waffe runter, bitte«, sagte ich höflich. »Gleichzeitig«, erwiderte sie. Ich schüttelte den Kopf. »Meine bleibt, wo sie ist. Du bist bei mir eingebrochen, erklär das erstmal.« »Ich dachte, jemand würde mich beschatten«, meinte sie und legte den Kopf schief. »Haben sie dich im Gefängnis gedreht?« »Waffe runter«, beharrte ich. »Wo ist der Rest deiner Bande?« »Es geht dich nichts an.« »Warum bist du mir gefolgt?« »Bin ich nicht, ich wohne hier.« »Du bist mir gefolgt.« In diesem Moment dämmerte es mir. Als ich verschlafen an der Stadtmauer im Osten der Insel Richtung Moor spazierte, war mir eine zierliche Frau aufgefallen, die eine graue Kapuze trug. Sie ging ein ganzes Stück vor mir. Als ich in die Straße einbog, in der die Pension liegt, sah ich sie nicht mehr. »Ah«, sagte ich. »Ah, was?«, fragte sie. »Mir ist ein hübscher Hintern aufgefallen. Dass es deiner war, habe ich nicht ahnen können.« Sie zog eine Augenbraue hoch. »Du kannst meine Wirtin fragen«, fuhr ich fort. »Ich wohne hier seit gestern früh. Außerdem«, mit einer Bewegung des Kopfes deutete ich auf den Tisch, »habe ich gerade geschrieben. Beschatten geht anders. Du dagegen hast dich vor meiner Tür herumgedrückt, mein Schloss geknackt und bedrohst mich mit einer Armbrust in meinem Zimmer.« Sie lächelte schief und ließ langsam die Waffe sinken. »Na schön, überzeugt.« »Dürfte ich jetzt wohl auch noch erfahren, was du in Moor treibst?«, fragte ich. »Wohnst du etwa auch in diesem Drecksloch?« Sie begann zu erzählen. Schon witzig, wie schnell manchmal alles geht. Noch am Vortag hatte mir Neil erzählt, der Drei-Augen-Fürst würde die Himbeere nicht mehr verlassen. Jetzt erfuhr ich, wieso. Er hatte herausgefunden, dass in seiner Bande eine Ratte ist. Aber er wusste nicht, wer. Nur so viel war klar. Die Ratte würde versuchen, ihn zu einem todsicheren Ding zu überreden. Der Fürst setzte sich also in sein Zimmer und tat nichts. Auf diese Weise, so dachte er sich, würde Gott ja ungeduldig werden und der Ratte etwas fester auf den Schwanz treten, damit sie endlich etwas unternahm. Die Ratte würde quieken und um den Fürsten herumwuseln. Sie würde versuchen, Vorschläge zu machen, die der Fürst einfach ignorieren würde. Sie würde immer verzweifelter werden, bis das Wort Ratte dick und fett auf ihrer Stirn stünde. Und dann konnte der Fürst sie schlachten. Leider war der Drei-Augen-Fürst niemand, der einen solchen Plan seelenruhig durchziehen konnte. Mal lief er in seinem Zimmer auf und ab wie eine Raubkatze im Käfig. Mal saß er apathisch an seinem Schreibtisch, mal trank er sich unter selbigen. Tahama hatte versucht, ihm vor Augen zu führen, dass er als Fürst der Bande Präsenz zeigen musste und dass er den Respekt seiner Leute nicht aufs Spiel setzen durfte. Er hatte ihr eine Ohrfeige verpasst und als sie ihm zur Antwort ebenfalls eine klatschte, hatte er sie vergewaltigt. Das alles erzählte sie, ohne eine Miene zu verziehen. Man merkte ihr nicht an, wie verletzt sie war. Nachdem er sie hatte gehen lassen, war sie in ihr Zimmer gegangen, hatte gepackt und war samt ihrem wichtigsten Hab und Gut in die nächste Mietbarke gestiegen, die den Maro-Kanal hinunterfuhr. »Vermutlich gibt es jetzt ein paar Hundesöhne, die mir Verrat anhängen wollen«, meinte sie und lächelte. »Deshalb habe ich mir gedacht, es wäre gut unterzutauchen. Bei Zeiten hole ich mir meine Bande zurück.« Ich senkte die Waffe etwas. »Dann traust du mir jetzt?«, fragte sie. »Ja«, erwiderte ich. »Außerdem schläft mein Arm ein.« Ehrlich gesagt, ich war ziemlich beeindruckt. Sie hatte gesagt, sie würde sich ihre Bande wiederholen. Ihre Bande. Natürlich hatte sie immer irgendwie die Fäden in der Hand gehabt, aber es war nie ausgesprochen worden, besonders nicht von ihr selbst. Auf dem Flur waren schlurfende Schritte zu hören. Dann ertönte die krächzende Stimme der Pensionswirtin. »Wenn der werte Herr in Begleitung ist, muss er auch für zwei zahlen.« »Ich zahle schon für das Zimmer nebenan«, rief Tahama. Ja, jetzt erkenne ich ihre Stimme.« Es klang enttäuscht. Brummelnd entfernte sie sich. Wir mussten beide grinsen. »Was ist eigentlich mit deinem Finger passiert?«, erkundigte sich Tahama und setzte sich auf das Bett.
Sofort schrillten bei mir alle Alarmglocken. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich allein mit ihr in einem Zimmer war. Ich blickte aus dem Fenster. Kein Inselreicher war zu sehen. Ich wandte mich wieder Tahama zu. Weichei, sagte sie. Ich bin gerade dem Henker entkommen. Soll ich mich jetzt von drei Augen abmurksen lassen? Dein Finger, erinnerte sie an ihre Frage, ist abgeschossen worden, erklärte ich. Steht hier. Haha, wahnsinnig komisch. Warst du auch einer der Schwimmer? Ich nickte. Und der Rest deiner Bande? Sie schlug die Beine übereinander. Ich tat so, als hätte ich etwas an der Wand entdeckt, das eine nähere Betrachtung erfordere. Ich bin gerade erst wieder draußen. Wenn ich sofort über sie gestolpert wäre, hätten sie eine ganze Menge falsch gemacht. Auf jeden Fall musst du den Leuten von der Nordwindbrecher sehr dankbar sein, wechselte sie das Thema. Ich nickte wieder. Das bin ich. Wusstest du, dass heute Nacht im Nabel der Welt eine Feier zu ihren Ehren abgehalten wird? Fragte sie. Ich runzelte die Stirn. Willst du mich verarschen? Sie lachte. Nein, das Thema beschäftigt die ganze Stadt. Alle finden die ganze Sache sehr abenteuerlich. Auch die Politiker, die über die Höhe des Kopfgeldes abgestimmt haben, können sich dem Bann dieser Aktion nicht entziehen. Natürlich hat die Feier keine politischen Konsequenzen. Wie auch immer, ich werde hingehen. Möchtest du mitkommen? Sie hätte auch fragen können, möchtest du aus dem Fenster springen? Entsprechend ungläubig und schockiert muss mein Nein geklungen haben. Warum nicht? Erstens bin ich beim alten Gefängnis verhaftet worden. Zweitens wäre das Ganze gerade so, als würde ich eine schriftliche Erklärung einreichen. Hallo, ich bin zurück, seht ihr mich? Ich bin's. Kamodan Sair. Und drittens, ich gestikulierte hilflos, woher weißt du das alles? Warst du überhaupt jemals im Nabel der Welt? Das hätte er doch nie zugelassen. Doch, in Begleitung durfte ich gehen. Drei Männer hat er immer mitgeschickt und sie anschließend einzeln in sein Zimmer gerufen. Wenn sie auf seine Fragen widersprüchlich antworteten, wäre das ihr Tod gewesen. Aber ich habe meine Anstandsdamen nie in Verlegenheit gebracht. Was deine Ängste betrifft, es werden Masken getragen, eben weil das Ganze etwas heikel ist. Aber Kontrollen wird es keine geben. Du weißt ja selbst, dass die Reichen und Mächtigen sich ihre Spielplätze nicht von Gardisten oder sogar Söldnern beschmutzen lassen. Wir gehen nicht durch das Gefängnisviertel, sondern durch den Tunnel. Und sind wir einmal drin, gibt es keinen sichereren Ort in der Stadt als den Nabel der Welt. Ich holte Luft, um etwas zu sagen, machte den Mund auf, sagte nichts, weil mir nichts einfiel, schloss den Mund wieder und atmete hörbar aus. Also abgemacht, sagte sie. Das wird ein Spaß. Pff, sagte ich. Es wurde kein Spaß.